Die 11. Ausgabe der UTC Open in Bruck an der Leitha brachte wieder zahlreiche Höhepunkte für Tennisbegeisterte. Gemeinsam mit den Bezirksmeisterschaften wurden bei der UTC Open vom 31. Juli bis zum 3. August spannende Matches und erstklassiger Tennissport geboten. Bruck an der Leitha wurde zur Tennishochburg. Bereits zum 11. Mal fanden das UTC Open und die Bezirksmeisterschaften im Ort statt und lockten Schaulustige aus der Region an. Vom 31.07. bis zum 3.08. ging das Turnier, welches absolute Größen des Sports, nach Bruck holte. Die 16 stärksten Spieler nehmen da nur teil. Es waren circa über 30 Anmeldungen und die anderen haben müssen vertrösten, weil die ein zu hohes ITN-Ranking hatten. Und das zeichnet die Qualität natürlich aus. Tennis boomt in einer gewissen Art und Weise. Wir versuchen das zu fördern mit diesem Event. Das ist eigentlich schon ein Tennis-Event, was in der Region etabliert hat. Tennis auf Top-Niveau und auch das Wetter spielte mit. Großes Lob an den Veranstalter, der sich jedes Jahr aufs Neue bemüht, Top-Spieler zu uns zu holen, um den Brucker oder den Brucker ahnen zu lassen, welche Schwierigkeiten in innerhalb dieses Sports zu finden ist. Ja. Lokale Unternehmen haben beigetragen, alle halten zusammen, helfen zusammen. Der Platz, das Ambiente um den Tennisplatz ist neu. Nicht? Mit so viel Ehrgeiz und so viel Liebe des Veranstalten kommen die Spieler gerne wieder her. Und dadurch ist die Veranstaltung gefragt und damit müssen wir immer größer werden. Und heuer haben wir zum Glück endlich einmal eine Tribüne. Schauen wir mal. Freue mich schon. Auch die von der österreichischen Rangliste Nummer 9 spielt hier im Hintergrund gerade, ist die Top Nummer 1 gesetzt und sind tolle Matches, die hier gespielt werden. Und wir sind hier praktisch das dritte Jahr in dieser schönen Tennisanlage und das macht dann jedem viel Spaß. 11. UTC Open ist derzeit im vollen Gange, morgen das große Finale. Wie zufrieden sind Sie mit der eigenen Leistung bisher? Ja, grundsätzlich, ich stehe jetzt im Halbfinale, spiele jetzt dann nicht vor 19 Uhr. Das heißt, bis jetzt zweimal gewonnen. Gespielt habe ich okay, kann besser spielen, aber solange ich gewonnen habe, muss man zufrieden sein. Ja, ist bis jetzt ganz okay. Natürlich will man es gewinnen, das Turnier, wenn man es mitspielt. Und ich hoffe, das kann ich machen. Der Plan wäre wahrscheinlich jetzt dann das Semifinale für sich zu entscheiden und dann im Finale dann auch noch eine gute Leistung zu zeigen, oder? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das Ziel ist auf jeden Fall Finale und dann in weiterer Folge, wenn man im Finale steht, auf jeden Fall der Sieg. Ja, hoffentlich sind es noch zwei. Heute mein Halbfinalgegner ist ein Teamkollege von mir, ein sehr, sehr guter Freund. Wir haben schon öfter gegeneinander gespielt, jetzt in den letzten zwei Wochen zweimal. Einmal habe ich körperlich versagt, einmal hat er körperlich versagt. Aber wird sicher ein super Match, wir kennen uns in- und auswendig. Und ja, ich hoffe, dass ich heute gewinne und dann schauen wir, was morgen möglich ist. Kann man schon ein erstes Fazit unter dieses Turnier ziehen? Wie zufrieden sind Sie damit? Ja, ein absolutes Positives. Man sieht es nämlich nicht nur an der Spielerqualität, sondern speziell an den Zusehern. Das ist natürlich die Motivation, die wir immer haben, um das Jahr für Jahr weiterzuführen. Von den Zusehern her haben wir eine gewisse Erwartungshaltung, die konnten wir wieder gut erfüllen. Wir hatten jeden Tag trotz Badewetters eigentlich 70 bis 100 Leute. Heute ist grundsätzlich der stärkste Tag, der Halbfinaltag ist immer am besten besucht mit bis zu 150 Zuschauern. Da hilft natürlich auch sehr die Tribüne, weil natürlich die Anlage mittlerweile fast zu klein geworden ist, um alle Zuseher unterzubringen. Und wir gehen top motiviert ins nächste Jahr. Wir haben heuer erstmals eine Tribüne für 60 Personen. Sie wird noch ein bisschen wenig in Anspruch genommen, aber das wird kommen mit den Spitzenspielen, die wir heute noch sehen werden. Also das ist auch neu und das freut uns auch, dass das sicher noch mehr Leute anzieht. Im Finale spielten Christoph Lang gegen Thomas Statzberger, wobei Statzberger den Sieg für sich einholen konnte. Er gewann mit 6:4 im ersten und 6:1 im zweiten Satz.